So, Freunde, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Evoland mit dem Nerd. Und dem Cherry. Und es wurde bereits gesagt, oder mir wurde bereits gesagt, dass es so langsam gen Ende geht, aber ich habe auch keinen Plan mehr, was wir hier noch zu tun hatten. Erinnerst du dich? Ich weiß nur, dass wir das letzte Mal den DVD-Player gekauft haben. Ja, gut. Mussten wir nicht in die Berge oder irgendwie sowas? Questlogbuch haben wir, glaube ich, hier nicht. Ja. Das wird interessant. Auf jeden Fall haben wir den schnellen DVD-Player und können hier schnell rumflitzen. Ich meine, wir mussten aus der Stadt raus. Aber in welche Richtung? Ah, ich glaube, das gab nur eine Richtung, oder? Ja, das war da hinten, ne? Das war nach hinten. Huiuiui. Ich habe ganz vergessen, wie man schlägt. Ich glaube, das war mit dem mit Leertaste oder sowas. Müsste hinkommen. So, und wir müssen wohin? Geh mal. Ah, die schönen Fights, die ich so liebe. Ja, Leute! So, wie ergeht es euch? Es wurde ja jetzt längere Zeit nichts mehr. Kannst du nicht da unten durch? Ja, da waren wir doch. Das war doch das mit dem Bogen, oder? Da müssen wir nach oben. Müssen wir nach oben jetzt, ne? Ja. Okay. Ja, wie ist es euch in der Zwischenzeit so ergangen? War jetzt eine längere Zeit. Der sollst du besser hier mit Lena. So langsam. Boah, ich kann jetzt auch wegrennen. Stelle ich gerade entsetzt fest. Aber die müssen eh. Aber wir können auch mal hier einen Superheal raushauen. Auf jeden Fall. X-Kristall kannst du da mal austesten, weil ich hab keine Ahnung mehr, was es der war. Der X-Kristall macht Schaden, das war ein Offensivzauber. Echt? Ja, und zwar kein schlechter. Gott, wie lange haben wir jetzt hier aufgenommen? Kommen wir so 4-5 Wochen hin? Ganz reich. Ja, länger? Bestimmt. So nach dem Abi erstmal Pause machen. Auf Malle. Du meinst, ich soll jetzt hier hochlaufen? Da müssten wir hoch, ja. Mhm. Schätze ich mal. Okay. Also das ist ja noch so mein Bereich, wo ich hier rumbetteln kann mit denen, das geht ja noch relativ lässig. Du sollst lässig. Dringend dich mal healen und nicht die Lena. Die healt immer beide. Echt? Ja. Zeig's dir gleich. Okay, dann akzeptiere ich das. Aber dich nimmt's gerade mördermäßig mit. Okay, so. Magie, heilen. Okay, heilen jetzt gerade. Ja, gut, ist aber gestern der nicht richtiger Heilsauber, das wählt dann aber die. Ja. Egal, wir spammen mal den Heal durch. Dann geht's irgendwann schon nach oben. Jetzt ist ja die Lena wieder dran, dann spammen wir den Heal weiter durch. Wir sollten uns mal überlegen, was wir danach machen. Was wir danach spielen oder was? Ja. Boah, ich hab da einige Ideen irgendwie. Hm. Jetzt haben wir Level ab und sind voll geheilt, oder? Ja, kann gut so, sein. Hier in den Wald rein? Nee, ne? Nee, das kann auch Sinn. Kann auch sein. Auf jeden Fall müssten wir vielleicht noch die Zeit im Auge behalten. Ja gut, so. das läuft. Das läuft, okay, gut. Ja, so arg viel ist es ja eigentlich theoretisch prinzipiell generell nicht mehr, ne? Nee, wir müssen das eigentlich, glaube ich, direkt bis zum Endboss. Das ist eigentlich Ziel gerade. Echt? Ich mach mal schon. Du müsstest dich auch, das war falsch, du müsstest dich ja auch daran erinnern, wo sich jener Endboss befindet, ne? Ja, ich bin aber alt. Ich verliere die Haare auf dem Kopf. Das tut mir sehr leid für dich. Hier ist eine Höhle. Da müssen wir rauskommen. Wir sind 3D-Bahn und sind da rauskommen. Okay, wo müssen wir landen? Da müssen wir wieder nach unten. Ich hab dir gesagt, wir müssen nach unten. Du hast gemeint, da wärst du mir die Geschichte mit dem Bogen. Du hast gesagt, mit oben. Aber unten war die Geschichte mit dem Bogen. Da bin ich mir ganz sicher. Nein, das war vorher. Dann mussten wir durch die Höhle. Durch welche? Durch die, wo du eben gesehen hast. Durch die Höhle sind wir dann durch. Durch die oben? Ja, wir müssen runter. Wir müssen runter. Wir hätten uns den alten Part vielleicht nochmal anschauen sollen. Ob uns das gerettet hätte? Vielleicht. Auf jeden Fall gammeln wir hier sehr viel XP und sehr viel Money. Trash Mobs und Shit und yeah.
Ja, komm. Okay. Sicher, so geht's. Schnell in der Stadt irgendwas. Oh Gott, eine Schildkröte. Es ist Turtok. Nur in grün. Und ohne Kanonen. Und, ja. Und er macht Cross-Damage. Oh no's. Oh no's. Übrigens müsste ich mal einen PayPal-Account einrichten, auf dem ihr spenden könnt für den Nerd, damit er endlich mal wieder Let's Plays macht, beziehungsweise damit er endlich mal wieder einen Computer hat. Der hat nämlich im Moment echt das Problem mit dem nicht vorhandensein einer Aufnahmequelle. Also das heißt im Klartext, PlayStation, die funktioniert ja noch, ne? PlayStation, die rennt noch wahrscheinlich wie Sau, aber zum Aufnehmen hast du ja nichts im Moment. Ja, aber ich finde es gerade unglaublich toll, dass mir das ohne vorherige Mitteilung einfach mal so Werbung dafür macht, dass Leute mir Geld spenden. Das bin ich ja mal gespannt. Jeder Centbetrag hilft. Ja. Ja, im Endeffekt, also ich hab auch dann letztens irgendwo, hat ein Kollege auf Facebook gemeint, der verkauft jetzt so sein Crap-Top. Aber der funktioniert halt zum Spiel nicht, zum Aufnehmen vielleicht auch, aber nur über dieses Hauporch HD-Dingens, was ich relativ interessant fände, um gerade um PlayStation und so weiter aufzunehmen. Ja, aber eine AV Media Card vielleicht das Beste. Da geht natürlich nichts drüber, das ist wohl wahr. Portable rendert ihr uns selbst, das heißt, dann könnte ich ja eigentlich den Laptop nehmen. Das heißt, ihr spendet mir für eine AV Media Karte. Ja. Los! Tut es. Oder er schüttet euch einen Eimer Eiswasser über den Kopf. Ha! Nee, wir erfinden einfach unsere eigene Challenge. Um dir. Die Nerd Computer Spend Challenge. Die Nerd Computer Spend Challenge. Bitte spendet für Leute, die gerade nichts aufnehmen können, damit sie das wieder weitermachen können. Ja. Und entweder spendet man 5 Euro oder man. Keine Ahnung. Also meinst du jetzt hier runter, ne? Ich meine hier runter. Bist du dir da wirklich sicher? Ich hab keine Ahnung, aber nach oben definitiv nicht. Es war doch irgendein komischer Gammelkram mit den Cousins oder so, war doch dem letzten, wo wir uns noch drüber aufgeregt haben, dass die Namen nicht richtig funktionieren. Und hin und her und alles. Ja, das war in der Stadt, aber nur bei uns, wo ich mich darüber aufgeregt, keine Ahnung. Ja. Deutsch. Auf jeden Fall leveln wir hier like a grande maestro. So, jetzt sind wir hier in dem komischen Gammelwald, in Heidenhain. Kann vielleicht doch recht haben, dass das da mit dem Bogen, das war da mit dem Bogen. Das war das mit dem Bogen auf jeden Fall. Den hat es. Aber da musste man noch irgendwie. Da gibt's ja manche Sachen. Da bist du jetzt hier wieder 2D. Ja. Und du musst ja hier. Hier ist zum Beispiel so ein kleiner Drecksbusch. Ah, jetzt die kann man vorbei, ja. Drüber, ne? Was haben wir hier? Bitte die kleinen Bäume nicht verbrennen. Okay. So, wie war das nochmal mit Waffen wechseln? Das ging hier, ne? Ja. Okay, dann kannst du jetzt da über den, Nee. Hm? Müssen wir da, oder war das da so? Kommst du, ach, da nee, kommst dann, du so nicht drüber, da musst du wieder hier umdingsen. Ich wusste nicht mehr, in welcher Dimension das man drüber kommt. Als 5 Sekunden vorher zu sehen war ich, Vogel. So, jetzt gehst du gerade nach rechts. Und schieß dann nach unten. Ups. Machine Gun Kelly. Machine Gun Bow Attack of Doom. Und shit. Vielleicht kann ich mit dem Bogen sogar umgehen. Also da war auf jeden Fall irgendwie, wo wir den Bogen gekriegt haben. Und jetzt hier nach unten schießen, ne? Meintest du? Du bist unter dann der kleine Baum. Ja, richtig, genau. Ah, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen arg weit. Ah, guck, das ist hier nämlich ein Stück weiter nach da. So, deswegen funktioniert das nicht so ganz. Da unten nochmal den Bogen bekommen. Okay. Die Frage ist, wo geht's jetzt hier weiter und zum Endboss und prinzipiell und alles? Hitler und. Hardolf. Die, Gott, spreng mal den Stein weg, wenn das geht. Ein Stein da hinten. Den unten. Den unten. Nee, dann kannst du ja auch mit seiner gutes Radargerät hier. Oder? Nee. Dann geh mal zurück. Nochmal ins Dorf rein.
Oh Gott, bis wir jetzt so weit sind, ne? Das ist ein Part voller Entdeckungen. Ja, und ja. So. Dann meinst du jetzt echt, wir sollen ins Dorf gehen? Da oben ist eine True. True MG. Bam. Gut, aber hier komme ich ja eh nicht rein. So weit. Ja, ich weiß ja nicht, ob. Moment. Das sind ganz schlag mal den Stein an, den blauen. Den hier. Den rechts. Okay. Nee, gut, hilft nix. Nee. Ich dachte, dann könntest du vielleicht nach oben schießen, aber das hat ja auch keinen Wert. Nee. Das nach oben schießen oder nach unten schießen, das Schießen an sich ist eigentlich scheißegal. Nee, deswegen durch die Bäume geht, das ist halt die Frage. Deswegen musst du ja nicht umswitchen, sondern du musst umswitchen, um über die kleinen Dinger hier drüber zu kommen. Gut, aber hier scheint es echt auch nicht weiter zu gehen, weil ich erinnere mich noch daran, dass es hier ein ultra krasser Gedönsfight war. Und hier, so. Warte mal. Jo, also. Ach stimmt, jetzt muss ich ja doch wieder 2D welten, dann kann ich über den Drecks. Warte mal, da komme ich auch mit dem Bogen, glaube ich, schneller hin. Du Cheater! Ah, gut. So, jetzt komme ich hier drüber, auf jeden Fall. Hier dann nicht mehr. Wo war denn jetzt der zweite Stein? Da war ich hier. Hey! Hey! Hey. So. Also ich erinnere mich echt nicht mehr, wie das hier jetzt weitergeht, Mann. Ja, geh einfach mal zurück in die Nähe des Dorfes. Vielleicht fällt es mir bis dahin wieder ein. Oder so. Auf geht's zum Dorf. Draußen auf dem Dorf. Wir sind bei 12. Oh, das ist noch locker. 12 Minuten nichts erreicht. 12 Minuten nichts erreicht, ja, sind die Leute ja von uns gewöhnt, ne? Ja, versuch mal, ob du durch die Bäume gehen kannst. Durch die Bäume gehen kannst? Nee, ja nicht, glaube ich. Ich könnte mir mal eine neue Tastatur zulegen. Ah, jetzt hätte ich müssen mit der anderen wieder X-Attack machen. Sollen wir da jetzt A spezielles Event für dich errichten mit spendet für eine Tastatur oder sowas? Eher nicht so, dass ich hier durchkäme. Aber es ist auf jeden Fall. Moment! Wo anders. Kommen diese grünen Röhren her? Mario! Mario? Mario. Ja. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Das letzte Mal wusste ich noch. Meine Fresse, ey. Wir werden alt. Nee, wir werden nachlässig. Wir sind ja professionelle Let's Player. Ja, wir sind professioneller als alle anderen, deswegen können wir uns solche Fehltritte erlauben. Natürlich, wir sind so toll und so. Aber hier komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Verdammt! Vielleicht gehen wir mal ins Dorf und fragen mal irgendwelche Typen, wie es denn ausschaut. Nachdem wir dieses widerliche Insekt besiegt haben. Boah, gehen wir jetzt nur zum Shop. So, Shop. Rechts. Hier ist einmal safe und da war Shop, war so rechts da irgendwo, ne? Ja. Die Bitch war es nicht, sondern eins weiter. Nee, die haben wir, glaube ich, in Ewequest gemacht. Ja. So, die blöde Tose da. Was brauchen wir denn? Silberrüstung wäre vielleicht cool. Ja. Ah, richtig, jetzt, warte mal. Da war doch was, wir müssen eine Rüstung kaufen. Dann da lang gehen, dass man da durch kann irgendwie gleich. Richtig, jetzt sind wir nämlich auf der anderen Seite. Ja, gut, das Geistesblitz, Leute. Geistesblitz. Ja, PewDiePie hätte das Ganze wieder rausgeschnitten. PewDiePie wäre schon längst beim Endboss. Der wäre im ersten Part beim Endboss gelandet. Ja, mit seinen Videomontagen. Aber wir sind hier ja richtig true. Wir spielen das richtig und wir quälen euch damit, dass man auch mal zwischenzeitlich nichts sieht. In der Hoffnung, dass ihr euch darüber natürlich herrlich amüsiert. Jeder, der jetzt einmal gegen den Kopf schlagt, weil wir Vollidioten vergessen haben. Jeder, der jetzt sagt, dass er das nicht macht, das ist ein dreckiger Lüger. True.
Trüll. Trüll. 1, 2, 3. Los, tötet diesen Arthurin. Komischer Name. Ich glaube, das ist Französisch. Ta. Nein, da muss ich ja meinen Realschullehrer denken, nein. Gut, das war zwar Arthur, aber da kommt er ziemlich nah dran. Okay, jetzt auch so, da ist eine Brücke. Bridge. Mario! What the? They rape your ass. These bitches. Feel with fire. Ich hab kein Feuer. So. Die feiern mein Feuer. So. Wenn nochmal so wieder falsche Attacke. Wenn nochmal so Leute für Ice Bucket Challenge hier, die, ne? Hm? Ice Bucket. Beziehungsweise oder Magic Plant Challenge. Magic Plant Challenge. Das klingt aber ein bisschen nach Gras. Ja. Gut, aber hier ist die Bridge, Bitch. Ja, da oben ist die Höhle. Das ist die Höhle des Pöls. Und da ist wieder Nata. Des Pöls and End Posses. Ist das so? Das müsste dem so sein, weil viel kommt grafikmäßig nicht mehr, soweit ich weiß. Man könnte noch 3D-Effekte und mit... Wir kommen nicht auf Skyrim-Niveau. Das wäre übertrieben. Das wäre übertrieben, aber die Leute würden es lieben. Haha. Mein Gott. Die Ruinen von Sarunak. Salut noch. Karte-Auswahl. Es gibt keinen Misseinwurf für den zweiten Spieler. Ah, ich werde jetzt hier wahrscheinlich... Ich kämpfe immer alleine. Jetzt welchen Charakter du haben willst, das kannst du jetzt dauernd wechseln. Alles klar. Kann die auch zaubern? Ja, ich gehe da mal. Wow! Guck mal! Check das aus. Wir haben jetzt ein echt krasses Inventar, wo wir zig Milliarden Sachen reintun können, täten. Ja. Spider! Spider! Erinnert dich das auch ein wenig an Diablo? Ja, in der Tat. Bloß, das ist neu. Das ist neu und das kenne ich noch gar nicht. Das war nett in der Version und Hall, die ich gesehen habe und gespielt habe. Was? Das du, ja, deine Part gab's nicht. Oh mein Gott, die Welt ist voller Bugs. Ich gehe mal davon aus, das ist Absicht. Wahrscheinlich. Würde mich wundern, wenn nicht. Kettenkombo-Treffer. Yeah! Ich krieg einen Hitboni. Cool. Das ist echt fett. Damit komme ich sogar fast zurecht. Mit AEs und so, dann kann ich. Als Kette des Adlers. Ah, stimmt. Richtig cool. Nee, direkt fährt an, das ist. Sehr süß. Lebensbalken. Ja, okay. Jetzt sind wir, jetzt bei, sind wir Diablo. Bei Diablo. Ah, jetzt bin ich wieder hier zu Hause ein bisschen. So, Kind of MOBA kann man spielen. Weil ich hier. Umgebungslicht. Ja, jetzt wird es richtig Diablo-Style. Mhm. Oh Gott, oder kennst du noch Baldur's Gate? Ja, klar. Baldur's Gate Ultra. Ich wollte das immer spielen, durfte es aber nicht spielen. Damals auf dem alten Computer durfte ich es nicht installieren, weil mein Vater meinte, sowas mit einem Totenschädel im Installationsmenü, das will er gar nicht auf dem Computer haben und so. Dynamische Beleuchtung. Ich habe Funken sprühen lassen. Yeah, guck, cool. Moment, wechsel mal bitte den Charakter. Ich habe vergessen, wie das geht. Ich glaube, das geht nur an der einen scheiß Kiste oder so. Ich habe echt gerade keine Peilung, wie das funktioniert. Ich muss versuchen mal, wo hast denn du das Inventar mit den Bomben und den Quatsch? Das war hier. Das war hier. Ja. Okay. Ich kann aber, wenn ich Escape drücke, das bringt ja nichts. Da komme ich ja bloß wieder zurück zum Endmenü und sowas. Ah, Caster. Wie war das? Der Scheiße ausweichen und dann... Oh Gott. Dann Mini Rage. Okay. Boah. Ich geh noch drauf, ne? Gut, Safe Point. Safe Point da oben. Sehr gut. Renn mal direkt hin. Ja. Weil das sieht so noch ein bisschen Weltuntergang aus hier mit dem. Okay, aber ich habe jetzt keinen Plan, wie ich nochmal. Warum leuchtet deine Tasche? Das müssten doch eigentlich so Heilbrunnen sein. Warum leuchtet meine Tasche?
Kannst du die? Komme ich mit I rein? Nee, achso, ja klar, mit I, weil. I wie Inventory. Kann ich hier. Ich kann jetzt halt. Ah, okay, gut. Ich kann ich hier Charakter wechseln? Ist jetzt eher nicht so. Versuch's mal mit Escape. Escape, weil das im Hauptmenü, ne? Nee. Q. Teste mal die Tasten durch. Ah, guck mal, das ist zum Rumlaufen. Ja, klar, W, A, S, D. T, B, C. C? Nee. Reagiert auch nicht drauf. Okay, die Maus machen wir wieder ein bisschen raus, das ist doof. So, hier haben wir eh die nächste Truhe. Eine Minikarte. Minikarte haben wir da noch. Damit wir mal sehen, wo wir lang sterben. So, okay. Gut, die dürften zu besiegen sein, da könnte ich auch mal wieder ein bisschen HP recken. Ah. Der Gürtel der Legende. Okay, sehr cool. Ah, da gibt's noch mehr HP. Ah, ich frage mich, warum die Dinger, die sehen aus wie Heilbrunnen, aber sie sind irgendwie keine Heilbrunnen. Das sind Lichtspender anscheinend. Ah. Der Steinbrecher. Aber nur Lichtspender. Was haben oder wir vielleicht werden sie jetzt... Was haben wir? Ein Sternchen. Ein Stern. Okay. Okay. Ist klar. Ah, ich verstehe das nicht. Das müssten doch eigentlich... Ja gut, wenn es nicht funktioniert... Enter. Nee, nee. Funktioniert nicht. Okay. Gut, und du erinnerst dich partout nicht an den Part hier? Den gab's nicht. Den gab's einfach nicht, ist klar. Der ist neu. Der Speicherpunkt war hier rechts, ne? Unten, ja. Okay, unten komm ich auch nicht ran. Gut, und wir ziehen weiter nach Norden. Wie lange habe ich die Parts nochmal gemacht? 20 oder 25? 20, aber lass uns doch einfach mal jetzt hier gut sein, bevor wir weitermachen. Okay. Moment, und was... Ach Gott. Mehrere Opfer, wenn... euch nach einem Amoklauf zumute ist. Jetzt bin ich aber gespannt. Hopp, das muss doch kaputt zu schlagen sein. Komm. Ich muss die ein bisschen nach hinten kalten, sonst funktioniert die AE nicht richtig, glaube ich. Ah, das Problem, wenn ich mich umdrehe. So funktioniert es einigermaßen. Ohne dass ich sterbe. Ich finde es ein bisschen doof, dass ich die nicht zerschlagen kann. Oh Gott. Treibt sie zusammen. Du Puller. Gerade vorher noch Diablo gespielt. Ja. Ein bisschen frisch bin ich da noch drin. Ich gammel hier zwar rum mit 3 Live oder so, aber. Hey. Das ist okay. Unmengen Gold kriegst du jetzt hier noch hinterher geworfen. Gen Ende. Ich glaube, so nah am Ende sind wir dann vielleicht doch noch nicht, ne? Ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr beurteilen. Great Unknown. Okay. Wir pullen die all da durch, dann kommen sie nämlich direkt von vorne. Ne? Dann kann ich einfach Damage machen. Oh! Hm? Guck, das funktioniert. Ja. Das sind ja. 3, 4, 50 Gegner. Gottgleich. Oh. Ich habe jetzt nicht wirklich viel mehr. Na, doch ein bisschen mehr Life habe ich schon gekriegt dadurch. Ah, da sind noch ein paar, die pullen wir auch nochmal dadurch. Solange es Midis bleiben, ist auch in Ordnung. So, das hat uns jetzt mal ein bisschen HP gegeben. Ist unaufhaltsam. Okay, gut. Ah, Caster-Spasti. Schau mal nach, vielleicht finde ich was im Char-Wechsel betrifft. Uiuiui. Schnell einsammeln und sterben, weil Caster eklig sind. Oh yeah. Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen überfragt, wie das hier so weiterlaufen soll. Also noch die ganzen Scheißwürmer. Gib mich ab, ey. Sehr schön. Gut, hier oben haben wir noch einen kleinen Nebenraum. Oh, das sind große Insekten.
Die sind aber auch nukebar aus irgendeinem Grund, okay. Feier ich gerade. Was? Ich feier gerade, dass hier die meisten Gegner ein bisschen nukebar sind. Das finde ich ganz tight. Oh, und das dürft, und? Sieht wieder nach Sternen aus. Wenn die Animation kommt, ist glaube ich Stern. Ja. 10 versteckte Sterne. Hey, cool. Star of Evoland. Sehr schön. Hat gut funktioniert bisher. Yo, sollen wir kurz die Folge unterbrechen und dann gleich in der nächsten weitermachen? Moment. Oder soll man einfach ein bisschen überziehen, ein bisschen mehr Länge machen, ein bisschen mehr weitermetzeln, bis uns hier vielleicht noch die rettende Idee kommt? Wir haben jetzt ja am Anfang Mist gebaut, deswegen würde ich sagen, wir machen 5-Minuten-Bonus. Machen 5-Minuten-Bonus, okay. Den hätten wir aber schon fast. Echt? Ich weiß nicht mehr, ob ich 25 oder 20 hatte, auf jeden Fall sowas die Größenordnung. Ich kann aber auch mal eine halbe Stunde Folge raushauen, da habe ich... Ich habe das ja umgestellt und ich habe ja oft genug gesagt, dass es mir eigentlich eh relativ ist. Ich mache auch mal gerne längere Folgen, wenn sich Leute gerne längere Folgen reinziehen. Zumindest bin ich persönlich so jemand, der sich gerne längere Folgen reinzieht. Das ist halt auch das Hauptproblem, das ich habe mit anderen Let's Plays, die ich manchmal gucke von... wer macht die immer so kurz und knapp und ohne die ganzen Fails zwischendrin rausgeschnitten? Ich glaube, ich hatte den Namen vorhin schon mal genannt. Ich möchte mich aber nur ungern wiederholen. Heidi Pew? Ein Pödi? Ich glaube ja. Aber auf jeden Fall finde ich es ultra faszinierend, dass ein Let's Player der den meist abonnierten Channel auf YouTube hat. Das muss ich ehrlich sagen, das finde ich richtig cool. Irgendwo. Ah. Also langsam werde ich jetzt auch ein bisschen fitter mit den Castern. Unterhose des Unfesselbaren. Ring der Rinderbeherrschung. Ring der Rinderbeherrschung. Was haben wir hier? Da darfst du anscheinend noch nicht hin. Noch nicht. Aber da unten ist schon ein komischer Totenschädel, was das nur bedeutet. Das dürfte jetzt so ein Boss-Ding sein. Hm. Ich will nicht, dass du diese Truhe öffnest. Ich auch nicht, aber das muss sein. Hoppla. Guck mal, es ist sogar lila. Meine befahl mich, euch einen anzugebieten. Schön. Schon bald wird er die Welt beherrschen und ich werde seine Armeen befehligen. Die Macht des Kristalls wird euch dieses Mal nicht schützen. Seht dem Tod ins Angesicht. Gut, dann kein Plan. Ah, das ist ein Caster natürlich, klar. Und der castet diese komischen Wellen drumherum und seine Media-Texten auch eklig. Ich brauche vielleicht nochmal speichern sollen. Ich brauche auf jeden Fall einen Heilbrunnen. Aber die funktionieren hier irgendwie nicht, diese Heilbrunnen. Hm, ich nehme dich mal mit. Los, nimm mich bei der Hand. Ich nehme dich mal mit zum Speicherpunkt, Bro. Wow, he's getting speed. Dude. Das funktioniert, guck. Alter. He's summoning Scorpions. Scorpions? Oder irgendwas anderes. Wrong game. Da liegt Ausrüstung. Wow, der haut mächtig bösartig. Die komische Feuerwalze, die er macht, ist dreckig. Habe ich vielleicht irgendwie einen Heiltrank oder sowas? Nee. Ich habe arsch viel Items, Ausrüstung. Aber ich habe nichts, was sich irgendwie usen lässt oder so. Und einen Haufen Schotter. Wow. Und das wäre fast Mortal gewesen. Und den Dinger muss man ausweichen, die sind eklig. Ich bräuchte halt mal so irgendwie einen Kill bei den schlechten Fucked-Up-NPCs. Ja, genau die. Und die kein Gold droppen, sondern live. Ah, und dann gleich zwei. Okay, trinken wir Action und kehren zum Titelbildschirm zurück. Und ich würde sagen, hier machen wir jetzt auch unser Folgenpäuschen. Jo. Dann bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl, Peace.